Ich war jetzt einige Tage mit meinen Männern wellnessen und das Schöne an dieser Zeit ist einfach natürlich ein tolles Hotel, entspannten Wellnessbereich und die Zeit als Familie. Aber natürlich für mich heißt es immer viel Zeit zum Handarbeiten. Und da ist dieses tolle Dreieckstuch entstanden. Ja, das Nette an der Handarbeit ist einfach, ja, wie bei mir im Urlaub, wie gesagt, egal ob im Wellnessbereich oder im Spielzimmer, es wird immer gestrickt. Ich finde, dadurch ist der Jakob auch so ein Entspannskind, weil es ist egal, er kann stundenlang spielen, ich bin in seiner Nähe, beobachte ihn und mir ist aber auch nicht langweilig, weil ich nebenbei mein Hobby, die Handarbeit habe. Ja, und natürlich, egal ob im Wellnessbereich oder sonst irgendwo, wo ich stricke, werde ich natürlich auch immer wieder angesprochen drauf. Und an dieser Stelle liebe Grüße nach Oberösterreich. Gefreut mich, dass wir uns kennengelernt haben. Die Wolle ist schon unterwegs zu dir. Und wie gesagt, beim nächsten Urlaub einfach auch die Stricksachen mitnehmen. Stricken ist nicht nur entspannend, es ist auch eine tolle Geschenksidee. Und wie gesagt, Stricken ist auch ganz ein aktuelles Thema oder Handarbeiten. Ihr könnt es wirklich immer und überall handarbeiten. Ja, jetzt ist Herbstzeit. Ich habe euch letzte Woche schon die tollen Winter- und Herbstqualitäten präsentiert. Und natürlich, das ist meine Zeit, weil ohne Dreieckstuch gehe ich jetzt nicht mehr aus dem Haus. Und die Neonfarben sind natürlich auch ganz ein aktuelles Thema, wie wir gehört haben. Heute stricken wir ein Dreieckstuch mit einer ganz, ganz einfachen Variante. Ist für Anfänger natürlich auch super gedacht. Wir stricken mit drei Maschen starten wir und jede zweite Reihe wird dann zugenommen. Und da finde ich einfach, dass das Tuch so einen tollen Effekt kriegt, weil die Streifen von breit nach schmal wechseln. Und wie gesagt, egal ob ich das als Halstuch oder als Schulterdurchtrag, ist es einfach wirklich ein lässiger Effekt. Aber gut, dann ran an die Stricknadeln und wir starten. Wie gesagt, Dreieckstücher ist ja jetzt nichts Neues, aber die Technik ist heute wieder was Neues. Zum Beispiel das Projekt 5717 ist auch eine Möglichkeit, Dreieckstücher zu stricken. Ich variiere da schon immer ein bisschen, je nachdem, was ich für Wolle habe, welchen Effekt will ich damit erzielen. Wie gesagt, bei der tollen Wolle brauche ich jetzt wirklich kein großartiges Muster. Also wie gesagt, wir stricken mit den drei Maschen und nehmen jede zweite Reihe zu. Das Gestrickte soll einfach wieder schön weich sein, dass wirklich ein flauschiges Dreieckstuch wird. Bei der Wolle verwende ich eine Nadelstärke 5,5 und dann starten wir gleich. Gut, wie gesagt, das wird nur glatt gestrickt. Das ist jetzt wirklich auch für die Anfänger was. Wir starten mit drei Maschen. Und dann stricken wir einmal drüber. Erste Masche wird immer abgehoben. Und dann glatt stricken heißt rechts stricken. So. Und jetzt wird jede zweite Reihe eine Masche herausgestrickt. Randmasche immer abheben, ruhig ein bisschen fester ziehen, dass dieser schöner, robuster Knötchenrand wird. Und dann nehmen wir Maschen auf, das heißt in die zweite Masche reinstechen, Faden von hinten holen, noch eine Masche herausstricken und dann erst die ganze Masche herunterziehen. Letzte Masche wieder abstricken. So, die nächste Reihe einfach alle Maschen wieder glatt stricken. Und jetzt kommen wir wieder zu der Reihe, wo wir eine Masche herausstricken. Ich schicke euch da auch wieder kostenlos diesen Maschenmarkierer mit. Das ist gerade am Anfang eine Hilfestellung, damit ihr seht, wo muss ich aufnehmen. Mit der Zeit sieht man ja dann eh schön die Schräge. Also, wir müssen herausstricken, heißt wieder erste Masche abnehmen, ruhig ein bisschen festziehen und jetzt wieder aus einer Masche zwei Maschen machen und dann wieder glatt stricken. Rückreihe, wieder alle Maschen glatt stricken, Randmasche abheben, festziehen und wieder stricken. Genau. Heute gibt es eigentlich kein Paket von mir, weil diese Wolle gibt es nur in dieser einen Farbstellung.
Das heißt, wenn ihr euch eine Wolle reservieren oder schicken darf, fürs Tuch braucht ihr zwei Knäuel. Die strickt ihr wirklich ganz auf, die zwei Knäuel. Dann entsteht diese passende Größe. Ich mache mir dazu passend natürlich ein Hauben oder ein Stirnband dazu. Wenn ihr sagt, ihr wollt auch was zusätzlich dazu, dann bestellt ihr drei Knäuel. Also fürs Dreiecksduch zwei und für Hauben oder Stulpen oder Stirnband ein drittes Knäuel dazu. Das sagt ihr mir dann einfach. Also, wenn ihr die zwei Knäuel verstrickt habt, geht es jetzt zum Abketteln. Das Abketteln bitte wirklich relativ locker machen. Randmasche abheben. Die Masche glatt stricken. Ihr habt natürlich viel mehr Strickzeug in der Hand. Und dann einfach eine Masche über die andere Masche ziehen. Bis dann nur mehr eine Masche auf der Nadel ist. So, letzte Masche drüber ziehen und dann Faden lang ziehen, abschneiden und alle Fäden gut vernähen. Ja, wie gesagt, das war's wie heute. Ich finde diesen Farbenverlauf einfach sensationell. Das schaut da wirklich sehr, sehr nett aus, von breit bis schmal. Schaut einfach wirklich so diagonal aus. Denkt ja wirklich auf die ganzen Winterjacken, die oft eh wirklich ein bisschen dunkler sind. So bringt man richtig Farbe ins Leben. Ja, ihr seht, bei diesen tollen Qualitäten braucht man oft gar kein Muster machen, weil eben die Wollen schon so eine lässige Struktur haben. Das ist das Gleiche bei dieser Wolle, die man ohne weiteres für Socken verwenden kann. Da kommt wirklich automatisch so ein Norwegermuster. Also ihr seht, früher haben unsere Omas oder so noch großartig Farbwechsel müssen, sich Muster einfallen lassen. Da haben wir jetzt schon einen wirklichen Vorteil mit dieser Wollen. Und wie ich schon gesagt habe, diese ganzen Neonfarben ist auch natürlich ganz ein aktuelles Thema. Da gibt es auch wirklich tolle Hefte dazu, wo man sieht, mit einem Knäuel ein tolles Muster, einfach nur glatt und verkehrt gestrickt oder nur glatt, und Polunder sind sowieso ganz eine aktuelle Sache. Gut, wie gesagt, also ich freue mich über eure Bestellungen, über eure Meldungen, wenn ihr es Dreiecksduch haben wollt. Zwei Knäuel, Nadelstärke 5,5, ein Knäuel kostet 11,95 oder eben drei Knäuel, dann hat man Stirnband, Stulpen, Haube, wie auch immer dazu. Aber natürlich freue ich mich, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwelche Farbwünsche, meldet euch, ich schicke euch gerne Farbmöglichkeiten und wie gesagt, beim nächsten Urlaub oder Ausflug das Strickzeug nicht vergessen. Bis bald, danke!